So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir gucken uns heute endlich die Star Wars Battlefront Beta an. Für den PC. Ich bin ja großer Battlefront-Fan. Ich habe damals Battlefront 1 und 2 gesuchtet. Ich glaube, Battlefront 2 war mein erster richtiger Ego-Shooter, wenn man das so nennen darf, den ich hier gespielt habe. Mit dem ich ein bisschen groß geworden bin und ja. Endlich darf ich Beta spielen, genauso wie ihr auch. Open Beta Zeit momentan. Und das erste, was ich euch ein bisschen in Action zeigen möchte, ist, wir fangen ein bisschen klein an, es sind diese sogenannten Missions. Viele sind noch nicht spielbar in der Beta. Training, gut, mein Gott, Battles, ja, auch nicht so wirklich interessant momentan noch. Der Survival-Modus ist spielbar. Und zwar gibt es da vier Maps später, Endor, Hoth und Sulus, das ist der neue Planet dann aus Episode 7. Und leider gibt es noch Tatooine, aber das macht nichts, das gucken wir uns mal an. Wir spielen das Ganze alleine auf Normal, die anderen Schwierigkeitsgrade sind in der Beta momentan deaktiviert oder werden es wahrscheinlich auch bleiben. Worum geht es hier im Survival? Ganz einfach, es kommen glaube ich 6 Wellen oder so an Feinden. Wir müssen die Rebellen spielen gegen das Imperium und einfach überleben. Ja, wenn wir das schaffen, nebenbei noch ein paar Sachen einnehmen, aber das zeige ich euch dann gleich in Action. Dann haben wir gewonnen. Wenn wir sterben, ist vorbei. So. Wie ihr auch gleich merken werdet, hoffentlich relativ kurze Ladezeiten. Zumindest vorher in den Spielen, die ich schon gezockt habe. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht während der Aufnahme. Ich versuche euch das Ganze so grafikgetreu wie möglich darzubieten. Wenn nicht, muss ich gleich ein bisschen runterschalten. Ist auf jeden Fall ein Grafikfeuerwerk, was DICE da wieder abgeliefert hat. Vor allem in der Beta schon. Ja. So, jetzt sind wir hier, könnten wir auf Start drücken, dann geht's los. Hier haben wir sogenannte unsere Blaster-Auswahl. Also es gibt, so wie ich das verstanden habe, nur eine Primärwaffe. Sekundärwaffen gibt es dann hier in den sogenannten Händen, aber das ist im, erkläre ich euch gleich, ist in dem Modus nicht so einfach. Das heißt, wir können uns jetzt hier vier Blaster auswählen, hier die Standard Sturmtruppen, Blaster oder der Rebellen, so wenn man so kennt. Blaster Rifle, Blaster Pistol, Heavy Blaster. Ich nehme meistens immer das da. Ich glaube, das ist auch die aus dem Trailer. Und die Hände sind sozusagen so Power-Ups, die es ja gibt in dem Spiel. Also hier haben wir zum Beispiel immer ein Jetpack dabei, das auch sehr wichtig ist, das wir ganz gut nutzen müssen. Ionenschuss ist ganz gut dann später für den mechanischen Gegner. Und das Personal Shield ist halt ein Schutzschild. Den Torpedo hatte ich bis jetzt eigentlich noch nicht ausprobiert. Ich spiele meistens immer mit der Barrage. Und deswegen wählen wir die. Und bevor wir jetzt noch weiter quatschen, starten wir das Ganze einfach mal. Das ist alles noch ein Video. Das läuft noch super kantig, flüssig, super gut. Und so könnt ihr euch eigentlich auch das Gameplay vorstellen, weil die Cinematic hier ist im Prinzip nichts anderes als Gameplay. So, und jetzt hoffe ich, dass es nicht abscheißt. So, nein, jetzt sind wir hier drin. Genau. Get ready ist eine kleine Vorbereitungsphase. Auf 1 können wir hier auf diese Barrage wechseln. Das Schild haben wir noch nicht und das Jetpack zeige ich euch gleich in Aktion. Ja, man kann hier in guter DICE-Manier natürlich auch bestimmt Sachen kaputt machen. Allerdings will ich das jetzt noch nicht so raus provozieren, da wir ganz gut Deckung brauchen werden. So. Das ist für den Anfang jetzt noch ein bisschen einfach. Ich werde jetzt hier ein paar imperiale Sturmtruppen abballern. Die KI auf Normal und vor allem in der Beta ist leider noch nicht so ganz geil. Also es gibt so bestimmte Einheiten, die gleich kommen, die sind schon ein bisschen härter. Aber eigentlich ist das absolut kein Problem. So, nachladen braucht man in dem Spiel nicht, es sei denn, es sind ja Laserwaffen. Haben wir hier eine Überhitzungsanzeige, wenn die voll ist, sagt er, okay. Gut, das ist so ein Quicktime-Event. Im richtigen Moment R drücken, sonst verbrennt man sich die Finger. Aber ansonsten einfach kurze Feuerstöße oder hier durch das Scope. Dauerfeuer ist sowieso nicht zu empfehlen, denn es ist der letzte Headshot dauert. Sieht einfach aus, ist es auch. Den Modus kann man, soweit ich weiß, auch mit einem Freund spielen. Und insgesamt kann man, glaube ich, eine Party von 8 Spielern gründen, was die anderen Spielmodi angeht.
Und es gibt Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank kein Battlelog-System wie zum Beispiel bei Battlefield 3 und 4 oder Hardline. Das finde ich gut. Allerdings gibt es auch keinen richtigen Serverbrowser an sich. Das heißt, man joint in guter Call of Duty-Manier, sage ich jetzt mal, mit seiner Party in Spiele rein. Was aber sehr gut funktioniert in der Beta. So, jetzt haben wir Ebene 2. Das haben wir schon einen. Gut, sah jetzt nicht so aus. Eine andere Klasse, die ein bisschen mehr aushält. Die kriegen gleich noch lustige Jetpacks und so, also und Schutzschilde. Das ist echt cool gemacht. Und eins unserer weiteren Ziele ist es hier, diese Pods einzunehmen, diese Landungskapseln. In denen verstecken sich nämlich Vorräte, wenn wir die lang genug verteidigen. Und diese Gadgets können wir dann einsetzen und sollten wir auch tun. Jetzt haben wir zum Beispiel eine. Aua. Okay, das war jetzt nicht so gut, aber da kann ich euch ja gleich mal das Sprungpad zeigen. Jetzt haben wir den AT-ST, ist ja bekannt aus den Episoden 4 bis 6. Und die Dinger halten schon einiges aus. Und dafür brauchen wir zum Beispiel einen Raketenwerfer oder sowas. Aber wir schauen mal, was wir gleich aus dem Pod kriegen. Da ist das Jetpack in Aktion. Hat auch einen relativ geringen Cooldown, wie ich finde. Jetzt schauen wir mal, wo der gute ATS ist. Da hinten kommt er angewatschelt. Schauen wir mal, wie lange er braucht, um uns zu entdecken. Ich sag euch nicht lange. Ja, hat er uns gesehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Charge aufgenommen. Das ist zum Beispiel für unsere Ionen, also für die zwei, die wir haben. Ja, das sind so Power-Ups, die liegen rum. Rein theoretisch könnte ich jetzt hier noch vier Diamanten auf der Karte suchen. Aber das ist gerade nicht meine Mission. Gut, Lebensenergie regeneriert sich mit der Zeit relativ schnell. Einfach ein paar Sekunden Deckung suchen, dann ist man wieder fit. Das sieht hier noch ganz einfach aus, aber wenn man dann wirklich im Multiplayer spielt, das ist ja im Prinzip eigentlich ein Singleplayer-Koop-Teil des Spiels, kriegt man auch noch nicht so auf die Backen. Aber im Multiplayer, der kommt ja in anderen Parts, reichen ein paar gezielte Treffer schon, um eins ins Nirvana zu befördern. Das ist eigentlich ganz geil. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt seht ihr hier jetzt diese drei Markierungen. Und die sind einfach dazu da, Power-Ups zu sein. Jetzt gucken wir uns hier mal nach der Reihe an, was wir so Schönes haben, was wir finden können. Und jetzt geht es schon mit einer Blaster Cannon los, die wir mit einer 4 hinstellen können. Die schießt allerdings nicht von alleine, die müssten wir bedienen. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht, weil mich der AT-ST, glaube ich, sonst killen würde. Jetzt haben wir Smart Rocket, das ist natürlich das Optimale, was wir rausziehen können. Und wir verschießen die Rakete, weil der AT-ST sich wegduckt. So viel zur dummen KI. Und jetzt ist das Wahnsinn. Der hält ja was aus. Das Zeug kommt zurückgeflogen. Egal, wir haben Zeit. Also es geht im Prinzip hier schon theoretisch auf Bestzeiten, kann man versuchen zu spielen. Ich bin jetzt aber auch kein absolutes Ass. Ich will euch das ja ein bisschen noch erklären und zeigen nebenbei. Ich sag, die Grafik ist auch schon, wie ihr seht, ziemlich genial. Die Zerstörungseffekte auch. Es geht zwar natürlich nicht ganz so viel kaputt wie jetzt in der Battlefield 4, also keine Levolution-Effekte erwarten mit einstürzenden Hochhäusern oder so, sowas gibt es hier nicht. Aber ich finde, das hat das Spiel auch nicht nötig. So. Wir können den ATS ja auch ganz gut mit unserer Blaster-Kanone bzw. unserem Blaster-Gewehr Schaden zufügen. Allerdings ist diese Barrett natürlich besser dazu geeignet. Also immer mal warten, bis es ready ist, schön draufzielen, damagen, weggehen, eventuell Power-Ups einsammeln. Und was ich auch rausgefunden habe, jetzt nach ein paar Runden, ist, dass diese Pods, die kommen, diese Rettungskapseln, die einen mit Vorräten versorgen, immer random sind. Oder die Punkte generell. Also du wirst wahrscheinlich nicht zweimal hintereinander dieselben Stellen haben. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, um vorläufiges Campen oder so einzuschränken. Das hier ist wie gesagt normal. Der ATS sieht halt schon ganz gut aus. Ich will nicht wissen, was der einen auf hart oder sehr schwer an Schaden macht. Und ja, danach kommen noch ein paar Wellen. Also es geht schon noch ganz schön weiter.
Wenn man natürlich zu zweit ist oder so, geht es natürlich deutlich einfacher. Gefühlt werden die Gegner dadurch nicht stärker, was ich bis jetzt sehen konnte. Im Gegenteil, also es kommt einem sogar natürlich deutlich einfacher vor, wenn man doppelte Feuerkraft hat. Und man hat oben noch extra Leben, 2 Stück. Dafür gibt es später auch noch extra Charges, das heißt, man kann sich die wieder einsammeln. Unter gewissen Bedingungen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ja, also man hat im Prinzip mehrere Versuche. Also man ist doch nicht gleich tot, wenn man einfach umfällt. Aber das will ich euch jetzt dann doch in der Praxis nicht demonstrieren. Gleich geschafft. Aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, das wird nicht der einzige ATS hier sein, den wir hier antreffen werden. So, das war Welle 3 von 6. Jawoll, jetzt haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, eben die 4 müssten die Scharfschützen sein. Ja. Ah, hier ist zum Beispiel ein Herz. Genau, die liegen einfach rum. Gewissen Zonen. Zack. Extra Life. Man kennt's ja. Aus anderen Games. Das ist jetzt erstmal der kleine Einstieg gegen die KI, um euch das Spiel schon mal im Grund, vom Grundprinzip zu zeigen, was es so gibt, wie es aussieht. Die anderen zwei Spielmodi, die in der Beta verfügbar sind, Drop Zone und natürlich den Walker Assault Modus, zeige ich euch separat. Das heißt, ich werde dann im Endeffekt... Gut, vielleicht werde ich über den Walker Assault Modus 2 Videos machen, einen auf Seiten der Rebellen und noch einen der Seite des Imperiums. Mal gucken, wie lange da die Runden im Schnitt gehen. Ich glaube so eine gute Viertelstunde, 20 Minuten bestimmt. Je nachdem, wie sich die jeweilige Seite anstellt. Und ja. Also so 3 bis 4 Videos aus der Beta wird es auf jeden Fall geben. Die geht jetzt bis 12. Oktober. Das heißt, wenn ich es hinkriege und die Videos alle am 9. Oktober jetzt hochlade, geht die Beta noch 3 Tage. Ich glaube nicht, dass die in den 3 Tagen noch neue Inhalte hinzufügen. Ich zeige euch aber auf jeden Fall in einem anderen Video nochmal das Hauptmenü, den ganzen Sachen, die noch freigeschaltet werden. Ihr könnt mir auch ganz gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Viele sagen ja, das Spiel ist im Prinzip, das von DICE ist im Prinzip nichts anderes als ein Battlefield mit Star Wars. Zu einem gewissen Teil muss ich sagen, stimmt das, aber mir gefällt es persönlich schon ziemlich gut und ich würde es Battlefield momentan auf jeden Fall vorziehen. Da ist echt mal eine richtige Abwechslung, die Sounds sind gut, die Grafik ist gut. Verdammt, das ist einfach Star Wars, ja. Es ist einfach so lange her, mal wieder einen Shooter im Star Wars Universum zu haben, der gut ist. Der letzte war halt wirklich Battlefront 2. Wie alt ist der jetzt schon? Ich glaube 2006, 2007 oder so. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Und er hat halt noch extra Sachen. Ne? Die Spielmodi zum Beispiel, ja. Die Waffen, das macht halt alles extra was her. Wer natürlich drauf steht, die ganze Zeit mit einem Angriffshelikopter rumzufliegen oder mit einem Panzer durch die Gegend zu fahren, dem wird Battlefront vielleicht nicht sein, wobei es hier natürlich auch Fahrzeuge gibt, ja, oder Raumschiffe. Es gibt zwar keine richtigen Raumschlachten in dem Spiel, aber dafür gibt es diesen Squadron-Modus, wo es dann echt nur an Luftschlachten geht. Den kann man zwar leider in der Beta nicht spielen, aber der sah in diesem Gameplay-Trailer schon verdammt, verdammt gut aus. Also ein Spiel am besten nicht einfach nach Gameplay-Material verurteilen. Gut, ich nehme jetzt für euch auf, dass ihr das seht. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, zu der Beta ein paar Videos zu machen. Und, so. Am besten selber spielen. Natürlich, wenn ihr noch die Gelegenheit habt, ladet euch die Beta runter. Für den PC ist die ungefähr 10 bis 11 GB groß. Für Konsolen, also die Xbox One und PlayStation 4, ist sie, glaube ich, 7 und 8 GB groß. Das ist jetzt kein
Aber ihr braucht, glaube ich, wenn ihr das auf der PS4 spielen wollt, glaube ich, eine Subscription vom PlayStation Plus. Und auf der Xbox One weiß ich es nicht, aber ich denke auch, dass du eine Goldmitgliedschaft brauchst, um das Ding daddeln zu können. So, jetzt haben wir leider das Pod gelost, weil ich so viel quatsche, aber das macht gar nichts, weil wir einfach nur noch ein paar Gegner haben, plus den ATS, und dann haben wir das auch schon überlebt. So. Jetzt probieren wir doch mal die 2 aus, bin mal gespannt. Achso, das ist jetzt extra Munition. Okay. Das ist natürlich cool, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, das ist so eine extra, so ein Geschoss, was wir freilassen. Wie so eine Rakete oder so. Wie gesagt, macht euch da nur aus Videos keinen Eindruck drüber. Ich meine, wenn ihr natürlich sagt, jawohl, ich bin Battlefront-Fan, ich bin Star Wars-Fan, ich muss das Ding haben, dann ist es natürlich sowieso schon geklärt, dass das Spiel wahrscheinlich ein Must-Have für euch ist. Hier ist so ein Jetpack-Typ hier, aber der hat echt mal nichts gezeigt gerade. Wenn ihr euch natürlich unsicher seid, wie gesagt, versucht noch die Beta zu spielen. Ich glaube, bis zum Release ist das auf jeden Fall die letzte Möglichkeit, das Spiel anzutesten. Und wenn man dann natürlich die, was weiß ich, 50, 60 Euro auf den Tisch legt und es einem dann doch nicht gefällt, oder man sagt, okay, man wäre doch bei Battlefield geblieben. Ah, da ist ein Jetpack-Typ. Wäre es schade um das Geld gewesen. Wobei ich von meiner Seite eigentlich schon sagen kann, ich werde es mal auf jeden Fall holen. Mir macht das Ganze Spaß. Es ist neu, innovativ, es ist schnell. Und das sieht hier vielleicht noch ein bisschen langweilig aus, aber wie gesagt, die anderen Spielmodi kommen noch und die haben deutlich mehr Action. Vor allem der Walker Assault Modus of Hoth ist so gigantisch gut. Die Map ist riesig. Das Imperium macht einfach immer alles kaputt. Gefühlt. Ich meine, wem kannst du den Imperium verübeln? War ja in Episode 5 of Hoth nicht anders, ne? So. Haben wir ja doch schon wieder die fast 14 Minuten geknackt hier. Dafür, dass es nur gegen die KI ist. Aber ihr seht, KI kann schwer sein, kann leicht sein, kann eine Mischung aus beiden sein. Hier sind teilweise dumm, aber teilweise auch ein bisschen unberechenbar. Also manchmal machen die Gegner Moves und weichen Geschossen aus, wo du dir denkst, ach, das haben sie aber in der letzten Runde noch nicht gekonnt. Also ich hoffe, dass das zum Release noch ein bisschen besser läuft und dass das behoben ist, weil das wäre sonst ein bisschen langweilig. Aber gut, wir kennen ja die anderen Schwierigkeitsgrade noch nicht. So. Jetzt holen wir uns ja dann unsere extra Muni. Halten nochmal ordentlich drauf. Haben es verkackt. Ihr habt gesehen, das ist ein ganz kleiner Zeitraum, wo man da Zeit hat. Wo man diese gelben Punkte treffen muss. Und damit haben wir es geschafft. Das war sozusagen einer der drei Missionstypen Survival auf Tatooine. Thank you for playing. 14 Minuten 29, 44 Kills, 19 Headshots. Also es sind doch schon einige Feinde vorhanden. Und in der Endversion des Games hat dieser Survival-Modus nicht 6 Runden, sondern insgesamt 15 Stück auf jeder der 4 Maps. Und wenn ihr jetzt schon die 6 Level gesehen habt, dass es für einen Einzelnen doch schon ganz schön knifflig werden kann, wenn er nicht aufpasst, der wird bei 15 Wellen, denke ich, noch einiges gegen sich haben. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken von Teil 1, dem Survival Mission Part, und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer Runde Drop Zone. Bis gleich!